Und meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Heute in diesem Part werden wir unser sechstes Team Pokémon fangen. Aber zuerst erkunden wir Baumhausen City. Und damit wieder mit meiner Nummernstimme. Ich werde jetzt versuchen, die Stimmen zu verändern, sodass es lustig erscheint. Hi, da gibt es dieses Pokémon, nach dem ich suche. Ich möchte ein Pikachu haben. Hast du eins? Würdest du es gerne gegen meinen Nico tauschen? Ich habe kein Pikachu, tut mir leid. Okay, wenn du es dir anders überlegst, komm wieder vorbei. Ich werde hier warten. Ja, komm, warte hier ruhig das ganze Spiel lang über. Mit anderen sein Pokémon tauschen, das ist, als ob du die Erinnerung mit anderen Menschen teilst. Ich hoffe, meine neuen Stimmen kommen gut an. Ich habe da jetzt gerade ein bisschen herumgealtert mit meinen... Mit meinen neuen Stimmen? Ich kann meine Stimme ganz, ganz hell jetzt machen. Oder ganz dunkel. Ja, und damit kann ich auch die Personen besser machen. Menschen, Pokémon, ihre versteckten Kräfte werden durch das Leben in der Natur geweckt. Lass diese alte Frau mal sehen, ob deine versteckten Kräfte erwacht sind. Ich halte eine Münze in meiner Hand. Nun, in welcher Hand ist sie? In der linken oder in der rechten Hand? Rechts. Rechts, einmal alles ist rechts. So. Oh, das stimmt. Versuchen wir es doch noch einmal. In welcher Hand halte ich die Münze? Rechts oder links? Links. Ach, zu schade, du hast falsch geraten. Ach, verdammt, ich hätte rechts nehmen sollen. Egal, jetzt mach ich noch rechts. Rechts. Nimm das nochmal. Rechts, alle Wege führen nach rechts. Okay, jetzt ist es wahrscheinlich links, weil dreimal rechts wäre ein bisschen dumm, ne? Oh, hervorragend. Deine versteckten Kräfte sind erwacht. Hier, das ist für dich. Wecke damit die versteckten Kräfte deiner Pokémon. Team 7 sagt mir... Ach, das ist Kraftreserve, nehme ich an, ne? Kraftreserve ist es doch, oder? Kraftreserve ist eine Attacke, die je nach Pokémon anders aussieht. Ja, jedes Pokémon reagiert anders auf Kraftreserve. Ich glaube, das Wesen... Die PN, oder wie auch immer. Persönliche Nummer, was jedes Pokémon auch hat. Was ist das da? Was hast du da? Oh, das ist ein Pokédex. Der ist aber wirklich klasse. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich übertreibe es meinen neuen Stimmen etwas, aber na gut. Ich werde es ja mir dann später anschauen. Da wir gerade vom Pokédex reden, ich erinnere mich, ich habe diesen Trainer Treue getroffen, als ich seltene Steine gesuchte. Oh Junge, der hat vielleicht interessante Pokémon bei sich. Die waren nicht nur selten, sondern auch ausgesprochen gut trainiert. Er ist bestimmt stärker als die Arenaleiterin in diesem Ort. Was steckt wohl dahinter? Licht angesenkt. Warst du auf dem Vulkan oder so? Ja, ich war auf einem Vulkan. Warum fragst du? Fertig. Los, Vogel-Pokémon. Ja. Hehe, mein Wingull macht Besorgungen für mich. Wenn sie mit Pokémon zusammen sind, finden die Menschen schnell Freunde. Und so rücken die Menschen weltweit näher zusammen. Wunderbar, nicht wahr? Boah, ich übertreibe es echt voll mit den Stimmen. Ja, ich werde es nach ein paar sehen, wie es ankommt. Falls es scheiße gewirkt hat, werde ich es natürlich wieder rückgängig machen mit meinen neuen Stimmen. Ich wollte zur Pokémon Arena, aber irgendwas blockiert den Weg. Und das, nachdem ich auf der Route 120 so fleißig trainiert habe. Ja, dann blockiert den Keklier und den Weg. Warte, einfach schnell in das Unsichtbare schlagen, dann hast du es weg. Hey, lass dich ansprechen. Der Boden nimmt das Regenwasser auf. Die Bäume trinken es und wachsen. Und Baumhausen City existiert, weil es genügend Wasser und Boden gibt. Ich glaube kaum, dass es eine richtige Stadt in originalen Anime sein wird. Nur eine Stadt nur aus Baumhäusern ist unmöglich. In Real Life mindestens. Weil ja, man müsste immer wieder neue Bäume pflanzen und so, das ganze Zeug, ne? Na, hab ich verquasselt mich hier wieder zu sehr. Die Artikel, die du hier kaufst, werden sofort auf deinem PC gesendet. Das ist großartig. Ich wünschte, ich könnte mich auch so nach Hause senden lassen. Ja, das wollen viele von uns. Oh, verdammt! Da ist wieder so Krempe auf meinem Schreibtisch. Das gibt's doch nicht. Ich kaufe einen schönen Tisch, auf dem ich meine Puppen setze. Wenn ich das nicht tue, werden meine Puppen schmutzig, wenn ich damit meine Geheimbasis dekoriere. Oh, Mädchen haben vielleicht Probleme. Willkommen, kann ich dir helfen? Ja, die verkaufen nur Zeugs für die Geheimbasis, das wir nicht kaufen werden.
weil es einfach viel zu teuer und auch unnötig ist. Das kann man vielleicht, dieses Feature kann man vielleicht nutzen, wenn man länger Rubin spielen möchte oder Saphir oder Smaragd, aber wir werden dieses Spiel nur durchspielen und auch schon beenden. Oder nie mehr wieder spielen, dann schmeißen wir es in die nächste Ecke. So, was ist wo geht's hier lang? Ich finde es richtig cool mit diesen, ja, mit diesen Treppen oder was auch immer. What else? Treppen, what else? Manche Pokémon entwickeln sich, wenn sie durch Verbindungskabel laufen. Ja. Oder drahtlos mit dem Nintendo DS. Auf Bäumen zu leben ist klasse, aber manchmal kommen Käfer-Pokémon durch die Fenster herein. Das kann einen ganz schön erschrecken. Oh, keine gute Stadt für Misty. Pokémon und Menschen sind auf die Natur angewiesen, um zu überleben. Es gibt überhaupt keinen Grund, die Natur nach unserem Willen zu formen. Oh, jetzt habt ihr meine Tastatur gehört, aber egal. Die Baumhäuser von Baumhausen City sind fantastisch. Ich glaube, es ist der beste Platz, um mit seinen Pokémon zusammenzuleben. Okay, ja, verlassen wir dieses Häuschen und schauen im Markt und im Pokémon-Center nach. Ja, den haben wir schon angesprochen, diesen kleinen Tipsy mit seinem Verbindungskabel. Ein Sonderbomben erhöht dein Level eines Pokémon sofort um 1. Oh, so, und jetzt mal machen wir einen anderen Akzent. Ich hörte immer mal Items, was ich eigentlich benötige. Man weiß ja nie, was einem passieren kann. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Okay, das war zwar eine männliche Stimme, aber egal. Ich kann keine weibliche Stimme mit einem Akzent, kann ich momentan noch nicht. Ich werde mich aber bemühen, es zu können. Ich probiere es mal bei der hier. Super Schatz, halt lange an und ich stärke euch ist nützlich. Es ist viel besser als normaler Schutz. Wer letzt erfunden? Ricola, ja. Okay, was verkaufen sie denn? Kann sein, dass ich etwas zu sehr herumalber und euch gerade sehr gestresst fühlt, aber naja, ich probiere ja immer was aus in meinen Let's Plays, um zu schauen, ob das gut ankommt oder nicht. Und da gehört Pokémon auch dazu. Ne? Ich will ja immer was Neues ausprobieren, nicht immer nur den gleichen Scheiß. Baumhausen City! Die Stadt in den Baumkronen was für eine Scheiße ist das? Die Stadt in den Baumkronen verbrüdert mit der Natur. Oh Gott, was ist denn das für eine Satzstellung? Wahrscheinlich aus dem Mittelalter. Haben unsere Pokémon schon gehalten? Na egal, komm, ich spiele hier. So. Hast du schon mal ein Statistiktausch gemacht? Sehr nützliche Einrichtung. Die Erfolge eines jeden Trainers werden dort gespeichert und miteinander verglichen. Ihr weiß zwar nicht, wie das passiert, aber es ist einfach irre und aufregend. Ja, das war ein bayerischer Mischakzent zwischen irgendeinem Bayer und irgendwas anderem. Na, Kindchen, arbeitest du an deinem Pokédex? An deiner Stelle würde ich mal die Safari-Zone auf der Route 121 besuchen. Ja, danke für den Hinweis, alter Mann. Hey, hast du einen Pokénef? Ich habe auch so einen. Schau dir mal die Trainer an. Dort kannst du sehen, welche Trainer erneut gegen dich antreten möchten. Ist das nicht einfach super? Das muss man Devon wirklich leisten. Ja, schauen wir mal schnell vorbei. Schauen wir uns das mal schnell an. Oh Gott, ich. Ja. Andere stimmen schön und gut, aber dafür fallen mir keine Sätze mehr ein. Okay, gegen die können wir. Also, man kann jeden Trainer antreten, der hier so ein Pokéball neben seinem Namen hat. Gegen Klatscher, Lola und Günther zum Beispiel. Günther ja auch. Oder gegen als Trainer Pascal kann man ein Rematch machen. Alles ist möglich. Verdammt, mein Mikro ist umgefallen. So, ab der Smaragd-Edition kann man sogar gegen Arena-Leiter nochmal Rematch machen. Finde ich echt gut gemacht eigentlich. Und eine gute Art zum Trainieren, wenn man mal, ja, keinen Bock hat gegen wilde Pokémon zu treten, aber gegen die Trainer kämpfen möchte. Und keine Trainer mehr da sind. Es ist eine gute Option. Aber ich werde dieses Feature kaum nutzen. Boah, und vor lauter Stimmverzerren habe ich hier fast vergessen, dass wir hier noch unser 6. Team-Pokémon fangen müssen. Warum ich diesen Schirm trage, das verrate ich dir, wenn du mich besiegen kannst. So, okay. Jetzt genug rumgealbert mit der Stimme. Jetzt wollen wir mal wieder ernst sein, ne? So. Oh Gott, ich hätte mir was zum Trinken bereitlegen sollen. Naja, gegen Goldini ist Tropius. Ja, gut vom Vorteil. Und ich glaube, ich hole mir schnell was zum Trinken nach der Rasierblatt-Attacke. Wir sehen uns gleich wieder. Was heißt, ihr seht mich ja nicht, ihr hört mich ja bloß. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel in der Nase popeln und ihr würdet es nicht sehen, ne?
Habe ich auch gerade gar nicht gemacht, ne? Ah, das ist ein großer Popel. Egal. Okay. Kompustrahl eher nervig als wirklich sinnvoll. Ich erlerne es mal nicht. Nein, nicht erlernen. Nicht erlernen. Nein und ja. So, und jetzt mache ich schnell Pause und hole schnell was zum Saufen. Was zum Saufen? Ich bin Hartz-IV-empfängig. Ich saufe jeden Tag zwei Liter Bier. Okay, dann sind wir es gleich wieder. Okay, hier bin ich wieder. Ja, Ninja Tom hat Konfuzstrahl nicht erlernt, weil ich Ninja Tom andere Attacken als Konfuzstrahl beibringen möchte. Na, Tropius, jetzt schaffst du es aber mit einem One-Hit-Kill. Wenn du es schaffst, lernst du Zauberblatt. Schätze ich einfach mal mit Level 30. Glaube ich, lernst Zauberblatt. Aber dafür musst du es auch noch killen. Dafür musst du es auch killen. Nicht einfach nur halb schwächen und dann besiegen lassen, ne? Weißt Bescheid, Tropius, ist ja schon mal passiert. Okay, Walmer ist down, Level up. Ah, so knapp, aber naja. Ein Schirm kann nicht von den Attacken der Pokémon schützen. Na gut, hier in der Nähe kann man Sonnentag finden. Glaube ich zumindest. Ja, Sonntag ist es, genau. Nachdem wir dieses Gyarados vernichtet haben. Es müsste sogar ein Level-Up für Tropius geben. Also Tropius, verdiene dir deinen Zauberblatt. Wenn du es schaffst, es zu killen, ist deine Belohnung ein Zauberblatt. Dann kriegst du ein verzaubertes Blatt. Ne, wie bei WoW irgendwie, keine Ahnung. Zauberblatt, da gibt es ja alle möglichen verrückten Items. Obwohl ich noch nie WoW gespielt habe und ich es nicht behaupten kann. Ich schätze es einfach mal so. Ich trinke mal wieder einen Schluck. Ah, okay. Ah, ja, sehr schön, Tropius. I'm proud to you oder what else. Ich kann kein Englisch. Okay, Tropius reicht Level 30. Jetzt aber Zauberblatt. Hallo? Wann lernst du Zauberblatt? Ich dachte, du lernst mit Level 30 sicher Zauberblatt. Etwas Unsichtbares blockiert den Weg. Pam! In den Arsch treten. Naja, dann ist es weg. Und hier ist noch ein Trainer, aber ich möchte zuerst unsere sechste Team-Pokémon fangen. Das können wir nur hier fangen. In dieser Route. Woanders gibt es nicht. Kein Meryl. Nein, es ist kein Meryl. Ich spiele wieder, damit ihr euch nicht langweilen müsst. Und da ist es. Unser sechstes Team-Pokémon ist ein Absol. Damit können wir manche Gegner absolbieren. Hahaha. Stampfer. Ja, warum Absol? Absol hat einen hohen Angriff und ist auch sehr schnell, also ein perfekter Angreifer. Ich werde ihn auch auf Angriff skillen und Schwertanz. Ich hasse dich. Warum musstest du... Oh. Ich habe gerade meine Rede über Absol geredet, ja. Und dann killt Tropius einfach unser Pokémon. Immer wenn es ein Pokémon killen soll, dann wird es auch gekillt. Nein, Mirapla, leck mich am Arsch. Ich hatte dich schon im Team. Tschüss. Ich hatte dich schon im Rot-Let's Play im Team. Lass mich in Ruhe, ich will nicht. Ich will nicht. Nein, Gyarados, geh weg. Warum lässt du mich nicht fliehen? Lass mich fliehen, du Arsch. Hallo. Na, jetzt geht doch. Da ist es wieder. Ach, ich wollte männliches, aber gut. Jetzt aber kein Volltreffer. Ah, jetzt kann die Attacke, die Moveset drin steht, jetzt Attacke Schwertanz. Jetzt aber kein Voll. Ja, gut. Da müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Okay, ich nehme Voltenzo. Es kann ja den Gegner paralysieren und Paralyse ist gut, um ein Pokémon zu fangen. Ich glaube, ich behalte sogar Donnerwell im Moveset drin. Ich weiß noch gar nicht, weil ich habe noch andere Attacken, aber ich glaube, für Voltenzo ist es eher besser, wenn es Donnerwell ist, statt der anderen Attacke beherrscht, die ich ihm noch beibringen möchte. Und die heißt Regentanz. Ich möchte Voltenzo Regentanz und Donner noch beibringen und stattdessen Schockwelle und Ruckzuckieb verlieren. Ja, das könnte eigentlich gehen. Und das soll später noch Hyperstrahle lernen. Da wäre eine Donnerwelle weg gewesen. Aber ich glaube, Donnerwelle ist besser als Hyperstrahle, oder? Ich weiß gar nicht. Oder vielleicht soll ich statt der Donnertaktik Hyperstrahl erlernen lassen. Dann hätte ich sogar noch eine Attacke frei für Voltenzo. Mal gucken. So, jetzt was geht's mit einem Hyperball. Komm in unser Team, Absol. Du bist das Letzte, das uns noch fehlt. Na komm, warum wehrst du dich? Du hast ein schönes Luxusleben bei mir als Trainer. Das kann ich dir versprechen.
Absol, hier spricht deine Mutter. Geh sofort in den Ball, damit der Trainer glücklich ist. Ah, er hört auf seine Mutter. Muttersöhnchen. Okay, Absol ist volles Muttersöhnchen. Wobei, es ist weiblich, daher kann es gar kein Sohn sein. Ah, okay. Okay. Stimme verändern. Absol! Desaster! Größe 1,20 Meter. Gewicht 47 Kilogramm. Jedes Mal, wenn Absol sich den Menschen zeigt, endet dies in einer Katastrophe wie Erdbeben oder Sturmflut. Deswegen ist es auch als das Katastrophen-Pokémon bekannt. So, und ich glaube, die Stimme reicht fürs Erste. Wollen wir Absol ins Team nehmen? Da müssen wir unseren VM-Slave loswerden, aber ich möchte hier noch surfen. Das heißt, ich behalte Absol noch in der Box, bevor wir es holen werden. Und ich glaube zuerst hole ich mir das, wie heißt das Ding, der Gerät, das die unsichtbaren Pokémon sichtbar machen lässt. Lass mich doch fliehen, du kannst mich doch eh nicht angreifen. Hallo? Ach, ich speed jetzt wieder, ich habe da keinen Nerv dafür. So, blödes Geradax, die lassen uns nicht fliehen. Warum eigentlich? Ich meine, Daxi sind doch fähig gewesen, oder? Ach, keine Ahnung. Hey, seht ihr da unten? Der Schatten spiegelt sich unten im Wasser, finde ich recht geil gemacht. Das sind die ersten Anfänge zu einem geilen Pokémon-Spiel, wie Pokémon Schwarz eins ist. Aber die erste und zweite Generation war besser. Kevin, hi. Es ist lange her. Hier ist etwas, das du nicht sehen kannst, richtig? Also wenn ich der Gerät bei einem unsichtbaren Objekt benutzen würde... Nein. Statt es zu beschreiben, zeige ich es dir lieber. Das macht mehr Spaß. Kevin, sind deine Pokémon bereit für einen Kampf? Ja, immer. Kevin, zeige mir deine wahre Stärke als Trainer. Toll, setz das Stamenscope ein. Ein unsichtbares Pokémon ist sichtbar. Das erschreckte Pokémon greift an. Boah, ich lasse es jetzt mit der Stimmenveränderung, weil ich glaube, da geht eher meine Stimme kaputt, als dass ich euch unterhalte. Ja, ich werde es dann nach dem Video sehen und wenn es mir gefallen hat, dann werde ich es halt öfters machen, auch wenn meine Stimme dadurch kaputt gehen würde. Nö, Let's Plays geht über Gesundheit auf meiner Rangliste. Auf Platz 1, der wichtigsten Dinge, die ich hier habe, ist, dass Nina Tom nicht von Finn gekillt wird. Okay, auf Platz 2 ist Let's Plays. Auf Platz 2 ist Let's Plays, ja genau. Und auf Platz 3 meine Gesundheit. So. Okay. Ich wechsle jetzt zu Junglut, weil ich jetzt nicht länger mit diesem Kekleon rumspielen möchte und es schnell machen möchte. Weil ich das Demonskop noch brauche. Ach verdammt, ist der zweite Doppelkick nicht mehr sehr effektiv, weil es ein Kampftyp jetzt ist. Ich habe gar was trinken, als der Psychstar eingesetzt hat. Das reicht mir. Jetzt reicht's mir mit dir, Hitzekolle. So, Feuer gegen Kampf. Normal stark. Ich hätte eigentlich auch eine Feuerattacke verwenden können, also Hitzekolle. Und wenn es überlebt hätte, hätte ich Schaufel einsetzen können und die Attacke wäre sehr effektiv gewesen. Bemerkenswert. Dein Kampfstil ist wirklich bemerkenswert. Deine Pokémon sind offensichtlich sehr gewachsen, seitdem wir uns das erste Mal in Fausthafen getroffen haben. Das war nicht in Fausthafen, das war in der Granithöhle. Strecken wir dein Hirn besser an mir? Ja? Das war nicht Fausthafen, das war die Granithöhle. Das sind Unterschiede. Vom Namen her mindestens. Ich möchte dir dieses Devonscope geben. Ihr weiß, es gibt bestimmt noch andere verborgene Pokémon. Ja, da haben wir ja gerade eins gesehen, ne? Kevin, ich liebe es, Trainer und Pokémon zu sehen, die fest zusammenhalten. Ich finde, du machst das großartig. Nun, mach's gut, wir sehen uns. Er kann fliegen, ich will auch fliegen. Ja gut, wir können auch bald fliegen, wenn wir die Arena-Leiterin besiegt haben. Lass mich in Ruhe, Mirapla. Hitzekoller, warum trifft Hitzekoller nicht? Hallo, Hitzekoller. Na, also geht doch. Und tschüss. Ach Mann, ich hätte noch einen Schritt weiter höher gehen sollen. Nein, das lässt uns jetzt nicht fliegen. Wetten? Ich trete jetzt zum Mars. Ich sag's normalerweise immer zum Mond, aber hier mache ich es extra weit. Zum Mars. Also, grüß die Marsianer von mir, ne? Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Na, fast ein Level ab. Junge, wir brauchen noch zwei Level bis zur Entwicklung zu Logok. Etwas unsichtbares, ja.
ich möchte jetzt Demon Scope einsetzen und hier erscheint das unsichtbare Pokémon. Noch ein Kecleon. Im Zephyrlispel haben wir sogar einen Kecleon gefangen, so eins. Aber ich möchte diesmal keins fangen, sondern es mit Hitzekoller fritösieren, ja. In die Fritteuse stecken und dann braten wie Pommes. Pommes, ich habe jetzt Lust auf McDonald's. Big Tasty Bacon. Oder Burger King ist viel besser. Der, also wenn ich beim Burger King bin, dann stelle ich mir immer ein, wie heißt es, verdammt, Double Steakhouse. Boah. Wasserfallmond habe ich jetzt gerade, so bildlich gerade gesehen, ne? Oh, der schmeckt sowas von geil, der beste Burger ever. Sollt ihr mal probieren, falls ihr mal beim Burger King seid, würde ich euch empfehlen. Ich mag also allgemein fette Burger, ne? Diese kleinen Winzelburger bei McDonald's, die sind ja scheiße. Alle bis auf den, Big Tasty Bacon. Sind alle so Mini-Burger, ne? Die kann man so kleinen Kindern zum Geburtstag schenken. Okay, nächstes Mal für uns. Wir könnten ja auch unsere Geheimbasis aufbauen, aber haben wir ja schon gemacht, ne? Im Saphir-Let's Play. Habt ihr da schon eine Verlinkung gemacht? Falls nicht, dann sucht's auf meinem Kanal einfach Geheimbasis und dann... Ja, werde ich euch das genauer erklären bzw. erläutern, was Welser. Ich will mein scheiß Wortspielchen. Ich höre langsam in den Knast, wenn ich so weitermache. Wegen übergroßer Dummheit. Okay, Themen 11, das müsste Sonnentag sein. Eine Attacke für Tropius. Steht der Musel von Tropius drin? Na, jetzt aber. Nein, das sind Bären. Nein, das sind Terns. Hier, Bären. Quatsch, was rede ich denn der? Quatsch, das sind DMs, da hier Bären, ja, da war es umgekehrt. Sonntag, Makuhita kann Sonntag, okay, Niatom auch, what the fuck? Okay, Tropius lernt Sonnentag. Ist zwar eine Feuerattacke, verstärkt Feuerattacken, 5 Runden lang. Könnten wir auch Jungglut beibringen, aber ich glaube für Tropius wäre es das Beste. Ich möchte ihn später noch Solarstrahl beibringen. Dann können wir es mit Sonnentag kombinieren. Und zwar bewirkt dann Sonntag, dass der Solarstrahl immer trifft, sofort, ohne dass es sich aufladen muss. Und das finde ich auch eine geile Taktik. So wie bei Voltenso, der Regentanz und Donnerkombi. Ja. Ich glaube, hier kann ich eigentlich Schaufel einsetzen. Mit Jungglut. Schaufler und Arrivederci, wie sagt der Italiener. Ich drück mal wieder einen Schluck, das sagt der Kevin. Okay. Ich glaube, jetzt gehen wir zurück nach Baumhausen City und ja, wir haben keine Zeit mehr für die Arena. Aber wir können unser Absol abholen und es ein bisschen verwalten, das ganze Zeug. Ich glaube, da beende ich den Part auch ein bisschen früher. Ich möchte ja heute noch ein Part hochladen, habe ich mir ja vorgenommen, es zu machen. Wird in letzter Zeit schwer gehen, weil ich in letzter Zeit sehr viel Schule habe. Ich bin auf einer Ganztagsschule, da ist es schwierig, noch Let's Plays aufzunehmen. Absol mitnehmen. Ich lege Makuhita ab. Natürlich, das kann man zwar nicht mehr surfen, aber wir können es ja jederzeit wieder mitnehmen. Nein, Welser kann ja surfen. Stimmt ja, ich habe es ja ganz vergessen. Welser kann ja surfen. Also war Makuhita eh völlig unnütz in unserem Team. So, Absol an erster Stelle. Welches Pokémon hat das niedrigste Level? Ich glaube, es ist. Ne, Tropius hat Level 30, ne? Ja. Okay, alle unsere Pokémon haben Level 30, bis auf Absol. Ich attacken kann Absol, Rucksack, Klingensturm, Biss und Schwertanz. Gut, hier ist unser Team. Und ich mache mal schnell Pause. So, ein Berg. So, liebe Teammitglieder, stellt euch mal untereinander vor, denn ihr seid jetzt unser Team. Unser Team besteht aus Absol. Moment, ich glaube, ich mache das erst später, dieses Durchgehen. Nein, Ninjatom trägt den Peter Heiler. Welches Level hat Ninjatom eigentlich? Ach, egal, komm. Item geben. Geben. EP-Teiler. So, dann. Nein, nicht das, sondern hier Tropius-Item geben. Wundersaat, zack. So, welches Item geben wir? Welser. Item geben. Zauberwasser, genau. Und welches Item geben wir? Ich hätte gerne einen Fokus-Gurt gegeben und ich glaube, dieses Fokus. Gut, gibt's noch gar nicht in dieser Generation. Welches Item geben wir ihnen denn? Hudesack?
verstärkt Bodenattacken. Könnte man auch unser Wälzer geben, wenn es später Erdbeben beherrscht. Das ist Killer. Aber ich glaube, das passt schon so. Ne, hat dann. Ich gebe Nenaton das Münzamulett. Genau, so mache ich das. Wo ist denn das Münzamulett? Münzamulett! Haben wir es abgelegt? Ja, wir haben es ja abgelegt, ne? Weil wir ja voll Items bei uns dabei hatten. Okay. Pokémon heilen und ab an die Box. Okay, was haben wir denn? Schattenglas könnte man Absol geben. Später, wenn es stärker trainiert ist. Münzamulett nehme ich einfach mal mit. Kann ja nicht schaden. Und die ganzen Entwicklungssteine, die werden wir nicht brauchen. Können wir eigentlich sogar verkaufen. Also, so einen großen Wert lege ich darauf nicht, dass wir unsere Pokémon mit Stein entwickeln. So, Nidhogg trägt das Münzamulett. Pokémon sind geheilt. Okay, gehen wir unsere Pokémon nochmal durch. Allerdings mit der Musik aus Baumhausen City. Okay, unser Team besteht aus Absol. Erzwingen, steigert AP-Verbrauch des Gegners. Auch für eine geile Taktik, wenn später ruckt. Wenn es später Doppelteam kann. Ich möchte ihn doppelt. Ja, ich zeige euch schnell die Attacken. Ich mache mal schnell Pause. Ne? Okay, hier ist das Attackenset für Absol. Absol beherrscht momentan die Attacken Ruckzuckhieb, Klingensturm, Biss und Schwerttanz. Und später soll es erlernen. Schwerttanz, Aeroass, Doppelteam und Erholung. Ihr seht, also ihr merkt, nur die einzige Angriffsattacke von Absol ist dann der Aeroass. Aber dafür kann es sehr starke weitere Attacken, und zwar Schwerttanz aus dem Grund, damit Aeroass mehr abzieht. Und Doppelteam, damit er geschützt ist, bis er Schwerttanz einsetzen kann. Also ich möchte zuerst 6-mal Doppelteam einsetzen. Und mit dem Erzwingen ist es auch eine ganz gute Taktik. Und dann erhöhe ich den Angriff plus 6 mit Schwerttanz und dann Aeroass. Aeroass trifft immer und ja. Und Absol ist auch besonders schnell, sehe ich. Also momentan der Initiative, oder? Hä? Der ist aber ziemlich lame. Naja, gut. Aber der Angriffswert ist ziemlich hoch, ihr seht. Und Erholung halt aus dem Grund, weil es ja selbst verletzt werden kann, wenn es Doppelteam einsetzt. Damit es quasi so ein Tank wird, unser Absol. So, nun zu unserem Nidhogg. Nidhogg wird auch so eine Art Tank. Und zwar wird es die Attacke Nachspiel lernen. Nachspiel bewirkt, dass wenn Nidhogg stirbt, es alle AP des Gegners raubt. Das heißt, der Gegner kann dann nur noch Verzweifel einsetzen. Ist gut, um stärkere Pokémon zu killen, wie zum Beispiel das Metagross von dem Champion. Ja, das sehr stark sein kann. Deswegen Nachspiel, Schutzschild, um zu schauen. Also es lernt Nachspiel, Schutzschild, Toxin und Groll lernt. Schutzschild aus dem Grund, damit ich sehe, ob Nidhogg auch von einem Gegner getroffen werden kann. Also deswegen Schutzschild, Toxin, um den Gegner zu schwächen, ganz klar. Ist auch wie so eine Tanker-Taktik mit Nidhogg, wie gesagt. Und Groll, um die AP von den Gegner noch weiter zu senken, um halt die Nachspielattacke zu sparen. So weit wie möglich. So, nun zu Logok, was momentan noch an New Blood ist. Es wird die Attacke Stärke erlernen, kannst du auch momentan. Himmelhieb muss es noch erlernen, Hitzekoller kann es bereits und Erdbeben müssen wir erstmal mit TM erlernen. Ja, Logok habe ich einfach auf Angreifen geskillt, damit wir halt einfach ein Pokémon haben, das nicht so taktieren muss wie Absol oder Nidhogg. Einfach ein Angreifer, ein stinknormaler Angreifer. Unser New Blood erspielt. Ja, der Spitzangriff und der Angriffswert sind ungefähr gleich, also ja, kann man gut ins Team reintun und beide Attackenkombinationen beibringen, daher habe ich es rein. Und außerdem, weil, ja, weil es ein Starter ist und wir noch ein Feuer-Pokémon gebraucht haben, so. Dann unser Welser. Welser habe ich auch wieder als Tank auf Tank, auf einen Tanker geskillt. Also ja, was heißt geskillt, möchte ich auf einen Tanker skillen. Welser soll die Attacke Erholung, Schnarcher, Erdbeben und Taucher lernen. Erdbeben lernt es von alleine, Taucher müssen wir es mit einer VM beibringen. Und Erholung und Schnarcher halt einfach aus dem Grund, damit es sich heilen kann. Welser hat auch sehr viele KP, ich hätte vielleicht noch Amnesie in petto, wäre auch noch eine Überlegung wert, aber naja. Also ich glaube, momentan bin ich mit dem Werten ganz gut zufrieden von Welser. Er spielt auf Angriff, was sehr gut ist für einen Pokémon, das Erdbeben beherrscht und sehr viele KP hat. Ja, so, und unser Voltenzo habe ich ja schon vorher gesagt. Also ich tendiere zwischen Donner und Regentanz oder Donnerwelle, weil Donnerwelle ist richtig gut, um Gegner zu nerven, und mit Voltenzo kann man da einige Kombis daraus machen.
Ja, Statik hat wohl Tänze nicht, daher, ja. Hyperstrahl sollst erlernen, aus dem Grund, weil Voltenzo einen hohen Spezialangriff hat. Höher als ein Angriffswert. Donnerblitz einfach aus dem Grund, weil wir eine Alternative zu Donner brauchen. Und Regentanz, damit Donner immer treffen kann. So, unser Tropius wird die Attacke mit den Attacken Sonnentag, Synthese, Fliegen und Solarstrahl. Sonnentag kann es bereits, Synthese muss es noch lernen. Ich weiß nicht, welches Level es lernen wird, aber das werde ich schon sehen. Außerdem Fliegen kann es bereits und Solarstrahl müssen wir noch in der Safari-Zone finden. Und zwar spielt Tropius eher auf das Wetter. Denn Tropius musste erst Sonnentag einsetzen, dann aus dem Grund, weil dann der Solarstrahl sofort treffen wird und Synthese mehr KP heilen wird. Deswegen lernt Tropius Sonnentag. Momentan kann es allerdings noch keinen Solarstrahl oder Synthese, da müssen wir noch warten. So, das waren unsere Attacken bzw. unsere Planung, wie ich meine Pokémon gerne hätte. Und dann sage ich bis zum nächsten Part, Leute. Und dann fangen wir an, unsere Pokémon die richtigen Attacken bzw. unseren sechsten Orden zu holen. Und dann können wir auch jederzeit überall hinfliegen. Finde ich recht gut. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Sega Soul City. Also nicht verpassen, Leute. Dann bis zum nächsten Part. Servus.